So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit The Last of Us Part 1, das Remake auf der PS5. Ja, die Serie ist jetzt gestartet auf WoW, also Sky, das hieß früher Sky. Und ja, man kann jetzt sich die Serie anschauen, die erste Episode. Und ja, ich habe mir gedacht, ich schaue mal in The Last of Us Part 1 rein, ins Remake, weil es ja rausgekommen ist und es eignet sich perfekt, um jetzt neben der Serie auch mal sich dann das Spiel anzuschauen. Es gibt ja noch das DLC Left Behind, das ein bisschen die Vorgeschichte erzählt zu Ellie und dem Spiel an sich und wie bei ihr das Ganze dann am Anfang abgelaufen ist. Das werden wir uns dann in einem anderen Part nochmal anschauen. Aber ja, Last of Us Part 1 ist ja eines der höchst ausgezeichneten Spiele, die es gibt. Also das hat so viele Game of the Year Awards gewonnen. Allein schon die Grundversion auf der PS3. Dann wurde es geremastert auf der PS4. Und jetzt hat man das Remake auf der PS5, wo dann auch mit komplett neuer Grafik-Engine, also die Engine, alles wurde abgedatet. Die Animationen, die KI, auch die Gesichtsanimationen und so weiter. Und die Lichteffekte wurden nochmal angepasst. Und von Last of Us Part 2 soll auch noch ein Director's Cut kommen. Da können wir uns dann auch drauf freuen. Ja, wir gucken auf jeden Fall jetzt mal rein in die ersten 30 Minuten. Und ich zeige euch die erste Stunde vom Spiel, aufgeteilt in zwei Parts. Jetzt gucken wir rein in die ersten 30 Minuten und dann schauen wir uns die zweiten 30 Minuten an. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Last of Us Part 1. Dem Remake ist wirklich ein grandioses Meisterwerk und dann hören wir uns später im Verlauf des Videos wieder. Ja, ganz viel Spaß jetzt bei Last of Us Part 1. Ich freue mich richtig drauf und bin gespannt, was die Verbesserungen mit sich bringen. Bis dann und bis später. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Biest. Sie ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh, gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Gute Nacht.
Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Dad? Daddy? Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Dad? Dad! Was ist bloß los? Sein Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Wo ist er? Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her, komm her. Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los! Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später.
Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher ballabert. Und wo sollen wir hin? Er sagt, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Die wollte ich nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Es passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt, nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich hab mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Umdrehen und... Hey, was zum Teufel los jetzt? Ach du Scheiße. Dreh um. Oh mein Gott. Tommy. Tommy! Du Scheiße! Das, was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Nein, 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 nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Zurück. Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Ziemlich schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns weg. Komm schon. Halt dich fest. Okay. Daddy. Angst. Go, pass auf. Mach die Augen zu, Kleines. Lauf weiter! Bitte abrennen. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Ich bring dich hier raus. Versprochen. Thank you.
durch die Gasse! Los! Er ist tot! Verdammt! Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Sie kommen durch den Zaun! Lauf weiter! Macht, dass ihr wegkommt! Komm schon! Du! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Daddy, wir müssen ihm helfen! Er schafft das schon! Wir sind fast da! Sie kommen näher! Dad? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bitte nicht. Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vertraue auf die Fireflies. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht.
Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? So, ja, da sind wir also nach dem Intro hier mit Joel und Tess unterwegs in dem Hier und Jetzt, 20 Jahre später. Und das Intro ist für mich wirklich eines der besten Videospiel-Intros oder egal ob Spiel oder Film. Ich finde, es gibt kaum ein Intro, was an Love Story Part 1 rankommt und ist einfach super inszeniert. Ja, der Anfang ist richtig intensiv und auch emotional. Und ja, jetzt sind wir hier 20 Jahre später und müssen hier mit Joel und Tess eben uns durch die Quarantänezone arbeiten. Und wir sehen jetzt ein bisschen den Ablauf, wie es so abgeht in der Quarantäne und was eben ja nach 20 Jahren alles sich so verändert hat. Und die Grafik wurde wirklich unglaublich toll geupgradet. Man sieht wirklich, die haben an jeder Ecke nochmal gefeilt. Die Lichteffekte sind besser, die Animationen, die Gesichter sehen noch besser aus. Und ja, ist einfach dem, was Last of Us Part 2 ja schon gemacht hat, nochmal mehr angepasst worden. Also die Engine wurde nochmal aufgebohrt. Und auch die Animationen, wenn man läuft oder wenn man sich bewegt, die sind auch nochmal viel besser. Also man merkt, die haben hier wirklich viel Arbeit reingesteckt. Man hat ja hier auch dann den DLC dabei und dort ist es ja genauso, da haben sie auch nochmal die Schrauben angedreht und alles nochmal verbessert. Was die KI angeht, wurde auch viel gemacht, was viele ja sich früher immer beschwert haben und jetzt wurde die auch nochmal verbessert, dass sie noch ein bisschen realistischer sich verhält, als es in den vergangenen Teilen war. Ja. Wir werden jetzt weiter gucken, wie Joel und Tess sich hier durch die Quarantäne schlagen, was denen alles so passieren wird. Und dann hören wir uns am Ende des Videos nochmal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann bis später. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Was ist mit dir, Joel? Hat man dir auch schon was aufgedrückt? Nein. Ja, na klar. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Hey,
lass mich in Ruhe. Auf den Boden. Okay, okay, scheiße. Runter. Ich hab nichts Falsches gemacht. Nächstes Mal kriegst du eine Kugel in den Kopf, verstanden? Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay, weiterfahren. Ausweise bitte. Bitteschön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los hier, los! Du Schließer! Feuerfleisch! Die Schotter! Die Augen ab! Mit der Augen! Verdammte Feuerfleisch! Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen den Bereich sofort verlassen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joe, hilf mir mal damit. Seid vorsichtig da draußen. Es werde Licht. Oh Gott, das ist schlimm. Wir sollten darauf achten, was sie wegwerfen. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Bereit? Ja, Ma'am.
da los? Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. So, ja, da sind wir auch schon wieder am Ende vom ersten Part und ihr habt es gesehen, bisher ist es einfach richtig, richtig gut. Es ist ein langsamer Aufbau, aber es ist auch ein erzählerischer Aufbau und man erlebt alles wirklich richtig cineastisch und filmreif und das, finde ich, macht Last of Us auch aus eben, dass es so filmisch inszeniert ist und eigentlich ein Film zum Miterleben ist, den man selber spielen kann und die Charaktere, die Synchronsprecher, einfach alles stimmt hier an jeder Ecke und ist wirklich bis ins letzte Detail synchronisiert und perfekt eigentlich auch eingefangen. Die Grafik tut ja übrigens dazu, ja, alles, was man im Spiel sieht, sieht unfassbar toll aus. Die Vegetation, die Umgebung und die Grafik, die Texturen. Also wirklich ein richtiges Meisterwerk und bis jetzt macht es einfach riesengroßen Spaß, hier das Remake zu spielen, weil es einfach irgendwie das Ganze auf eine neue Ebene hebt und nochmal den Feinschliff an den richtigen Stellen angelegt hat, um das Ganze nochmal, ja, aufzuwerten. Wir werden auf jeden Fall dann in Part 2 reinschauen, also eben in den zweiten Part von Last of Us Part 1 und ja, gucken, wie es dort dann weitergeht, was uns dort noch erwarten wird. Und ich finde es einfach richtig gut, wenn man diese Serie schaut und jetzt eben Bock hat aufs Spiel, noch nie vorher das gezockt hat, kann ich wirklich empfehlen, sich den ersten Teil mal anzuschauen. Und Part 2 gibt es ja auch noch, also da hat man wirklich einiges, was man spielen kann. Ja, wir gucken dann in Part 2 rein. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Ich hoffe, euch hat auch das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns natürlich wie immer im nächsten Video wieder oder im nächsten Part. Ich danke euch für den Support, fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder. Bis bald, euer Monster. PlayStation.